Hallo und herzlich willkommen zur Kannstadt Study Hour hier auf www.johlmedia.tv.de. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir begrüßen auch alle Zuschauer auf Amazing Discoveries, nachdem wir in den letzten beiden Wochen zwei Gastreferenten hier gehabt haben, die das ganz ausgezeichnet äh, gemacht haben. Freuen wir uns, dass wir gemeinsam jetzt wieder das Wort Gottes studieren können und in diesem Thema, mit dem wir uns vorbereiten auf das Bibelgespräch am 31. August, jetzt den Schwerpunkt verlagern von Erweckung auf Reformation. In den letzten acht Wochen ging es ja schwerpunktmäßig immer um, um Erweckung. Und das ist ein wichtiges Thema, ohne dass Reformation nicht notwendig ist. Aber oftmals bleibt man bei der Erweckung stehen und ähm, ja, ist begeistert von dem, was Gott tun kann in der Erweckung. Aber dann kommt die notwendige Folge, oder wie es unser. Folge heute heißt die Auswirkung oder die Fruchterweckung die Reformation und die muss genauer betrachtet werden. Da wollen wir die nächsten Wochen uns mit beschäftigen. Was ist eigentlich wirklich eine Reformation? Wer heute das Wort Reformation verwendet, der muss vielleicht ganz unweigerlich auch an die Zeiten des späten denken, als Martin Luther die Reformation begann. Wir werden später noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was da so die entscheidenden Kriterien waren. Aber zunächst einmal wollen wir uns die Frage stellen: Was ist eigentlich die biblische Grundlage von Reformation zu sprechen? Was ist eigentlich nach der Bibel eine Reformation? Und wer die deutsche Bibel durchblättert, wird feststellen, dass es da eigentlich keinen wirklichen Vers gibt, wo das Wort Reformation verwendet wird. Allerdings gibt es im griechischen Urtext des Neuen Testaments eine Stelle, wo ein Wort verwendet wird, das durchaus auch Reformation übersetzt werden kann und so auch in der englischen King James Bibel übersetzt wird. Wir wollen diesen Vers im Deutschen anschauen. Und dann versuchen zu verstehen, was er uns über das äh, Wort, das Konzept von Reformation verdeutlichen kann. Dieser Vers findet sich in Hebräer 9 und dort Vers 10. Hebräer 9 und dort Vers 10 lesen wir, Paulus sagt, der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Das Wort bessere oder dieser Ausdruck bessere Ordnung ist das Wort, das im Englischen mit Reformation, Reformation übersetzt wird und auch im Griechischen diese Idee hat. Nicht nur einfach etwas was neu und besser ist, sondern etwas was verbessert, aber halt auch ursprünglicher äh, ist und was wieder sozusagen zurückgeführt wird an seinen besten ursprünglichen äh, Zustand. Wenn wir den Kontext dieses Kapitels analysieren, stellen wir fest, dass Paulus hier über den Heiligtumsdienst spricht. Was ja eines der Kernthemen oder vielleicht das Kernthema im Hebräerbrief ist. Und er vergleicht sozusagen den alttestamentlichen irdischen Dienst dann mit dem neutestamentlichen. Und er bezieht sich auf den alttestamentlichen Dienst, der, wie wir ihn nennen würden, zum alten Bund gehörig gewesen ist. Ähm, Speisen, Getränke, Waschungen, Verordnungen, die nur eine gewisse Zeit gültig waren. Satzungen, die nur bis zum Kreuz äh, zu gelten hatten, die dann abgeschafft worden sind weil eine bessere Ordnung eingeführt worden ist, weil es zu einer Reformation kam. Der erste und sehr tiefe Gedanke heute soll der sein, dass das Kreuz von Golgatha eine Reformation brachte. Ohne jede Frage war Jesus der größte Reformer aller Zeiten. Wahre Reformation zeigt sich am Kreuz. Und Paulus macht hier deutlich, dass Reformation eigentlich bedeutet, diese bessere Ordnung einzuführen. Jetzt, was hat das mit unserem Leben zu tun? Wenn wir verstehen, dass Reformation illustriert wird oder sich ausgedrückt wird im Verhältnis von altem und neuem Bund, dann können wir sehen, was für eine praktische Konsequenz das für uns hat. Denn nur ein Kapitel vorher, da entwickelt Paulus die biblische Lehre von den beiden Bünden, vom Alten und vom Neuen Bund, die wir hier nur anreißen können. Wer mehr darüber erfahren will und das in aller Tiefe studieren möchte, den laden wir ein, zumindest ähm, das mal zu, ja, weiter zu erforschen äh, in unserer Serie. Gott mit uns, die wir auf Joel Media äh, TV anbieten, dort sechs Teile dazu. Wir schauen jetzt in Hebräer 8 und dort Vers 6. Es das heißt hier, nun hat aber er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittel eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Paulus sagt, dass dieser, alte, dass dieser neue Bund erstens erhabener ist, zweitens besser ist und auf besseren Verheißungen... Beruht, wer das genau studiert wird feststellen, es sind, er beruht auf Gottes Verheißung, während der alte Bund auf den Versprechen und den Verheißungen der Menschen basiert. In Vers 7 heißt es, denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden, weil also der erste oder der, der alte Bund nicht so war, wie Gott es sich wirklich letztendlich gewünscht hatte, weil nicht dem Ideal Gottes entsprach, musste ein zweiter gesucht werden, es musste eine Reformation stattfinden. Dann heißt es in Vers 8, denn der Tadel doch, indem er zu ihnen spricht, sieh es kommt Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, Vers 9, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr, Vers 10, jetzt kommt Vers 10 bis 12, der neue Bund beschrieben sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom kleinsten bis zum größten unter ihnen, denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten oder an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Die Idee... Ist sehr einfach. Es gibt im neuen Bund drei Elemente. Das Gesetz Gottes ins Herz geschrieben wird, die direkte persönliche Beziehung zu Gott und die Tatsache, dass Gott uns alle Sünden, die wir ihm bekennen, vergibt. Und er diese Sünden nicht mehr gedenkt, dass da keine Sünde mehr zwischen uns und ihm steht. Aber genau dieser Zustand das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen genau dieser Zustand, dieser Bund existierte lange vor dem alten Bund. Die Bibel macht ganz deutlich in Galater zum Beispiel, dass schon Abraham letztendlich ein Erbe dieses Bundes gewesen ist. Und wenn wir ganz zurückgehen in der Geschichte, wissen wir, dass Adam schon schon vor dem Sündenfall in diesem neuen Bund, wie wir ihn jetzt nennen würden, gelebt hat. Der alte Bund war sozusagen nur ein Zwischenschritt. Nachdem der Mensch in die Sünde gefallen war, wollte Gott von Anfang an immer wieder das erleben, was im, im neuen Bund ähm, ja, festgeschrieben ist oder ausgedrückt wird. Der alte Bund war nur ein, ein Zwischenschritt. Es war sozusagen eine Beziehung auf Distanz, die nicht fehlerfrei war. Zumindest von Seiten der Menschen aus. Und so wünschte sich Gott eine Reformation, die Einführung einer besseren Ordnung. Ja, die Israeliten glaubten, dass es einen Gott gibt. Sie glauben sogar, dass er sie führt. Aber sie lebten nicht im neuen Bund. Und das Kreuz von Golgatha brachte diese Reformation. Was ist die Reformation in unserem Leben? Reformation bedeutet, dass von dem Zustand, dass wir wissen, dass Gott existiert, dass er uns in unserem Leben führt, dass er die Wahrheit sagt, dass wir gelangen zu dem Punkt, dass tatsächlich er sein Gesetz in unser Herz schreibt. Eine tiefere Erfahrung, eine bessere Ordnung in unserem Leben. Ja, die Israeliten hatten schon ein, ein einigermaßen klar, ein, ja, ein Verständnis vom Evangelium durch den Heiligtumsdienst. Aber das war nur ein Schatten. Gott wollte zum... Original zurück zu dem zur Substanz. Das ist die Bedeutung von Reformation. Es bedeutet etwas wieder in die ursprüngliche Form bringen. Reformation. Und die Frage, die wir stellen müssen, wenn wir um Reformation uns Gedanken machen, ist: Was ist Gottes ursprünglicher Plan? Ein wahrer Gesundheitsreformer wird sich fragen: Was war Gottes ursprünglicher Plan, wenn es darum ging, was wir essen sollen, wie wir uns, äh, ja? bewegen sollen, welche Umgebung, in welcher Umgebung wir leben sollten. Und eine wahre Reformation wird diesen ursprünglichen Plan versuchen, wieder diesen ursprünglichen Plan hineinzukommen und es wieder so zu formen, dass wir in diesem Plan leben. Und in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens kann so eine Reform stattfinden, ausgerichtet am Original, das, was Gott im Kern für uns vorhat, aufgrund der biblischen Ver äh, Vorhersagen. Wenn wir das Thema Reformation durch die Bibel hindurch studieren, stellen wir fest, dass dort immer wieder Reformation stattgefunden hat. Und einige dieser Beispiele wollen uns äh, besonders lehrreich sein. In 1. Mose 35 zum Beispiel finden wir die Geschichte von Jakob, der sein fast sein ganzes Leben lang in einer, in einer interessanten Beziehung zu Gott gelebt hat. Schon wusste, dass es ihn gibt und und auch die Prophezeiung erfüllen wollte, aber doch immer aus seinem eigenen Ich gelebt hat, immer aus seiner eigenen Kraft, und mit seiner eigenen Weisheit und immer nur Niederlage nach Niederlage lebt hat. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht erleben wir auch genau das Gleiche, dass wir Niederlage nach Niederlage erleben, obwohl wir wissen, wer Gott ist, obwohl wir wissen, was er verheißen hat. Wir glauben an die Prophetie, wir glauben, dass er einen Plan für unser Leben hat und trotzdem ist unser Leben nicht so, wie Gott es sich wünscht. Das kann mir passieren, das kann dir passieren. Und was Jakob erlebte, war eine echte Erweckung, als er dort rang mit dem mit dem ähm, Mann am Jabok, der niemand anders war als Christus selbst. Als er ausrief, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und mit dieser Einstellung können auch wir eine wahre Erweckung erleben in unserem Leben, wenn wir sagen, Christus, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Das war 1. Mose 32. Eine echte Erweckung im Leben. Das ist Jakob, eine echte Bekehrung. Aber dann kommt 1. Mose 35, es braucht doch eine echte Reformation. Lesen wir, was Gott sagt. In 1. Mose 35, Vers 1. Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Jakob wird zurückgeführt an den Ort, wo zum ersten Mal das Evangelium wirklich begriff, damals bei der Jakobsleiter. Vers 2, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Vers 3. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort ein Altar errichte für den Herrn, für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Vers 4. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie in ihren Ohren trugen, und Jakob verbarg sie unter der Terrebinte die bei sich steht. Eine Erweckung führt zu einer Reformation. Die Reformation im Leben des Jakobs und seiner Familie führt zu äußerlicher Reform ebenfalls. Zuerst die innerliche Reform, aber dann auch als Zeichen die äußerliche Reform. Das kann vielleicht manchmal schmerzhaft sein, aber es ist wichtig. Wahre Reformation kann immer auch von außen erkannt werden. In diesem Fall war es nicht nur ein Wegtun. Der Götzenbilder, sondern auch ein Wegtun des Schmuckes. Ein Thema, über das heute relativ wenig gepredigt wird, aber das wie viele andere Themen, die man meistens an die Seite drängt als unwichtig, in Wirklichkeit ganz, ganz interessante Gradmesser sind, ob jemand wirklich echte biblische Erweckung und Reformation erlebt. Wenn wir über Erweckung und Reformation reden, sollten wir dies nicht vernachlässigen. Wir sollten immer darauf hinweisen, dass ja, die Erweckung und auch die Reformation beginnt im Herzen. Aber wenn sie dort beginnt, wird sie immer auch Auswirkungen haben auf unser Äußeres, auf unser Verhalten, auf unseren Charakter. Und eben auch auf solche Dinge wie die Schmuckfrage zum Beispiel. Gott machte ganz deutlich, in einer Reformation gehört der Schmuck, nicht mehr soll der Schmuck abgenommen werden. Und da haben wir andere Beispiele in der Bibel für denselben Punkt. In 1 Mose 21. Und dort Vers, Vers 9. Da gibt es ebenfalls eine Reformation, die nötig geworden, gewesen ist, weil selbst Abraham, der Vater des Glaubens, etwas vom Glauben abgewichen war, indem er diese Zweitfrau Hagar genommen hat. Und jahrelang ging das so mehr schlecht als recht miteinander. Aber es kam der Zeitpunkt, als Isaac geboren worden ist, und als dann der Konflikt immer deutlicher wurde, dass eine Reformation nötig war. Dass es nötig war, die Familie wieder in ihre ursprüngliche Form zurückzubringen. Nämlich ohne Zweitfrau und ohne diesen Konflikt. Und hier zeigt sich, warum Reformation manchmal so schmerzhaft empfunden wird. Auch als Gläubige machen wir oft Fehltritte, die dann später reformiert werden müssen, die uns aber unangenehm sind, weil sie uns daran erinnern, dass wir Fehler gemacht haben. Lesen wir ab Vers 9 diesen Bericht hier in 1. Mose 21. Es heißt, und Sarah sah, dass der Sohn der Hager, der ägyptischen Magd, den sie dem Abram geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abram: Treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaac. Dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Abram hatte keine Lust auf diese Reformation. Es ist einfach zu rufen: Wir brauchen eine Erweckung, der Reformation, bis zu dem Zeitpunkt, dass Reformation an meinen an meinen, in meinen Alltag kommt, an meinen liebgewordenen Ideen rüttelt, mit dem Finger auf eine Lieblingssünde oder eine Lieblingsperson zeigt und sagt: Das ist hier etwas, was du aufgeben musst. Und deswegen ist das Thema Reformation so unangenehm für viele. Und deswegen sind Reformatoren in aller Regel auch besonders gehasste Menschen, weil sie Dinge ansprechen, die keiner andere anspricht. Wir werden das gleich noch deutlicher sehen. In Vers 12 aber sehen wir, wie Gott voller Gnade und, und Wahrheit, voller Geduld und Liebe mit seinem Abraham umgeht und ihm deutlich macht, dass er an dieser Reformation kein Weg vorbeiführt. In Vers 12 heißt es aber, Gott sprach zu Abraham, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen seiner Macht, höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Und dann lesen wir wieder in Vers 13 auch für den Isaak. Einen Segen bereitet und Vers 14 imponiert mir besonders. Das heißt hier, da stand Abraham am Morgen früh auf. Er hat diese, diese Herausforderung der Reformation angenommen. Gegen seine Gefühle, gegen seine Pläne, gegen seine Empfindung. Wie steht es in meinem Leben? Wie steht es in deinem Leben? Wenn der Geist Gottes eben nicht nur erweckt und nicht nur schöne Gefühle schenkt, wenn wir die Bibel wieder richtig lesen, wenn wir Gebetserfahrung haben, wenn wir missionarischen Erfolg erzielen sondern wenn er dann auch deutlich einen liebgewordenen Götzen in meinem Herzen und deinem Herzen beim Namen nennt und sagt, das muss hinaus. Ich weiß nicht, was es für dich ist. Ein Hobby, eine Art, über andere zu reden, schlechte Gedanken, unreine Gedanken. Es kann alles möglich sein, was Gott in unserem Leben uns zeigen möchte. Es kann etwas sein, was in, in sich selbst vielleicht sogar gar nicht schädliches, sondern einfach nur die Nummer eins in deinem Leben eingenommen hat und Gott verdrängt hat. Das ist etwas, was wir nur allzu leicht erleben können, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Und Gottes Geist, wenn er uns eine Erweckung schenkt und uns näher zu ihm führt, wird immer früher oder später diese Punkte ansprechen. Und dann kommt es darauf an, ob wir wie Abraham auch gegen das Gefühl vielleicht Gott treu sind und diese Reformation annehmen. In 2. Chronik 20 finden wir einige weitere. Interessante Prinzipien, die in unserem Lektionsheft äh, angesprochen worden sind. Zweite Chronik 20 und dort Vers 12. Da finden wir diesem Gebet von, ähm, von Josaphat folgende Worte. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Vielleicht geht es dir auch so. Dass du dich überwältigt fühlst von den Problemen, in denen du steckst, dass du nicht weißt, wie das Leben weitergehen soll. Vielleicht sind einige Sündenprobleme so groß, dass du denkst, ich kann sie niemals überwinden. Aber hier ist die gute Nachricht. Josef hat gesagt: Wir wissen, dass wir keine Kraft haben, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet, oh Gott. Hast du, lieber Freund, lieber Freundin, hast du deine Augen gerichtet auf Gott, wissen, dass du keine Kraft hast, wissen, dass du die Probleme nicht bewältigen kannst und dass du an eigener Kraft nicht bestehen kannst? Hast deine Augen auf Gott gerichtet. Denn in Vers 15 heißt es: Und er sprach, das sind die Worte deines Propheten: Heucht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du König Josef hat, So spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen. Denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Lieber Freund, liebe Freunde, hier ist eine gute Nachricht für mein Leben und für dein Leben. Wenn wir unsere Augen auf Gott gerichtet haben, kämpft er für uns. Er kämpft den guten Kampf des Glaubens in uns. Wenn wir mit ihm kooperieren, dann tut er das Werk in uns, selbst gegen übermächtige Feinde wie die Sünde. Die Frage ist nur, haben wir all Zeit unsere Augen auf ihn gerichtet, damit er diese Reformation in unserem Leben wirklich ausführen kann? Es, der Kampf ist Gottes Sache. In Vers 17 lesen wir genauso, aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin, bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Die Israeliten sollten nicht völlig tatenlos bleiben, sie sollten herzutreten, sie sollten durch, ihre, durch ihr Vorwärtsgehen deutlich machen, ich möchte das. Die Rettung wurde ihnen nicht hinterhergeschmissen. Sie sollten deutlich machen, ja, ich möchte Rettung erleben, aber das Werk tat Gott. Er gab die Kraft, er gab den Sieg, er ver er verwirrt die Feinde. Das heißt ja, oh Jude und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch, lieber Freund, liebe Freundin. Fürchte dich nicht, verzage nicht. Der Herr ist mit dir, wenn du auf ihn schaust. Schau auf ihn. Schau nicht auf die Probleme. Schau auf ihn und er wird dir eine echte Reformation in deinem Leben geben. Vielleicht hast du dir schon so oft gewünscht, dass manche Dinge sich in deinem Leben ändern. Und es scheint fast unmöglich zu sein. Schau auf Gott. Er, der dich erweckt hat, kann dein Leben auch reformieren. Und er kann dich zu einem Reformer machen. Und in Vers 20, im gleichen Kapitel, finden wir einen ganz praktischen Punkt, den jeder Einzelne von uns, aber auch wir als ganzes Adventvolk, glaube ich, ganz dringend beachten sollten. Hier heißt es in Vers 20: Und sie machten sich am ja Morgen früh auf, ähnlich wie Abraham, interessanterweise, und zogen zur Wüste Techor. Und als sie auszogen, trat Josefath hin und sprach, Hört mir zu, Jude und ihr Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Was wird eine wahre Reformation immer zum Gelingen bringen? Wenn wir den Propheten, die Gott gesandt hat, glauben, ihnen vertrauen und das tun, was sie sagen. Nicht mit unserer eigenen Weisheit behaupten, naja, das klingt zwar ganz schön, was hier der Prophet uns sagt durch den Geist der Weissagung. Aber das ist relativ unrealistisch, dass einfach nur durch Hinzutreten, durch Zuschauen diese Ammoniter und Moabiter von alleine besiegt werden. Ähm, keine wissenschaftliche Studie belegt das. Vielleicht sollten wir doch ein paar Waffen mitnehmen, vielleicht sollten wir doch kämpfen und wir können immer dann noch Gott dafür die Ehre geben. Das wäre ein Desaster geworden. Warum ist es so, dass wir so oft das, was die Propheten und was auch die Propheten in der Neuzeit uns sagt, betrachten und sagen, naja, das ist ja schön und gut, aber es funktioniert heute nicht, es ist so unrealistisch, das kann man so nicht und wir tun alle möglichen anderen Dinge einführen und uns überlegen und dann erleben wir einen Desaster nach dem anderen und fragen uns, warum es keine echte Erweckung, Reformation gibt. Die Bibel sagt, sie kommt dann, wenn wir den Propheten glauben und vertrauen. Lieber Freund, liebe Freundin, der du dieses Thema schon studiert hast, glaubst und vertraust du dem Geist der Weissagung. Dadurch alle Propheten im Alten, Neuen Testament und der Neuzeit spricht. Glaubst du im Geist der Weissagung? Möchtest du einfach das tun, im kindlichen Glauben, was der Geist der Weissagung, was Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist uns sagen möchte? Die Bibel ist voller Beispiele von Reformern. Wir wollen nur einige wenige herausgreifen. Einer von ihnen sicherlich Elia. In 1. Könige 18 finden wir diesen bedeutenden Reformer, wie auf dem Berg Kamel steht und eine Reformationspredigt hält, die sich wirklich gewaschen hatte und die in wenigen Worten zusammengefasst ist hier in Vers 21. Es heißt, er trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hingen? Ist der Herrgott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Das Volk erwiderte ihm kein Wort. Reformation ist immer eine Botschaft, die zur Entscheidung führt. Reformation bemüht sich niemals, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden oder Unterschiede auszugleichen, sondern Reformation benennt Unterschiede und tadelt Kompromisse. Jede wahre Reformbotschaft zeigt, wo Gottes Volk auf beiden Seiten hinkt und fordert eine eindeutige Entscheidung. Etwas, was wir von Elia lernen dürfen in unserer Zeit, ist es, dass auch wir nicht faule Kompromisse suchen sollten, sondern eine Entscheidungsbotschaft bringen sollten. Wenn wir sehen, dass so viele Menschen gleichzeitig an Gott glauben wollen und trotzdem in der Welt verhaftet bleiben wollen, an der Sünde festhalten wollen, dann müssen wir die Entscheidungsbotschaft predigen. Auf welcher Seite möchtet ihr stehen? Wie lange wollt ihr noch auf beiden Seiten hinken? Vers 22, da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten bald aber sind 450 Mann. Reformatoren waren schon immer in der Minderheit. Wer danach geschaut hat, was die Mehrheit der Theologen glaubt, der wäre in der Zeit von Jan Hus, von Martin Luther oder von John Wesley in die Irre gelaufen. Er wäre in der Zeit von Jesus in die Irre gelaufen. Er wäre in der Zeit von Elia in die Irre gelaufen. Und wer heute glaubt, er müsste einfach nur schauen, was die Mehrheit der Theologen sagt. Und dann ist er auf der sicheren Seite. Der wird genauso sicher in die Irre laufen. Nicht die großen Kirchen, die Mehrheit aller Christen ist der Maßstab. Wahre Reformation geschieht manchmal im Maßstab 1 zu 450. Was die Personenanzahl geschieht, wie wir es hier sehen können. Die Reformation, die Elia anstrebte und durch seine Predigt auch bewirkte, die zeigte sich nicht nur in seinen Worten, sondern auch in seinem Wandel. In 2. Könige 1 und dort Vers 8 sehen wir, dass man Elia schon am Äußeren erkennen konnte. In 2. Könige 1, Vers 8 heißt es, sie sprachen zu ihm: Der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia der Tespiter. Man konnte Elia schon an dem Äußeren erkennen. Und wenn wir den Vers genau durchdenken, dann sehen wir ebenfalls, dass er wohl in der Minderheit damit war. Denn wenn alle Menschen so rumgelaufen wären, dann wäre er wohl kaum zu erkennen gewesen. Was lernen wir daraus? Auch in unserer Zeit, in der solche Dinge wie Kleidungsreform kaum noch überhaupt erwähnt werden, ist es wichtig, als Reformator der Endzeit ein klares Bekenntnis auch in den Äußerlichkeiten zu Gott zu geben. Das ist noch nicht lange her, da konnte man Mitglieder des Volkes Gottes an ihrem Äußeren erkennen. Man konnte sie daran erkennen, wie sie gekleidet waren, an ihrer Schlichtheit, an ihrer Feierlichkeit. Ich frage, ist, kann man das heute noch? Oder haben wir uns so lange selbst betrogen mit dem Gedanken, es ist ja vollkommen egal, was äußerlich ist, hauptsächlich das Herz ist mit Gott. Aber nein, die, die wirklich in ihrem Herzen mit Gott verbunden waren, im Alten und auch im Neuen Testament, die haben das auch äußerlich gezeigt. Sie wollten erkennbar sein für die Menschen draußen. Und Kleidungsreform gehört mit dazu. Er trug schlichte Kleidung, keine Extravaganz. Und das führt uns zu einem anderen großen Reformator der Bibel, der ganz ähnliche Charakteristiken an sich, hatte. Die Rede ist von Johannes dem Täufer. In Markus 1, Vers 4 und 5 finden wir etwas über ihn, der sogar in seinem Äußeren ganz bewusst sich auch an Johannes an, an Elia angelehnt hat. Wir lesen hier: So begann Johannes, Markus 1, Vers 4 und 5, so begann Johannes in der Wüste und taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judah und die Bewohner von Jerusalem, weil es wurde von ihm Wurden von ihm alle in Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Auch hier haben wir eine Einzelperson, keine Großbewegung, sondern ein einzelne, einzelner Reformator, der dann eine Bewegung initiiert. Und interessanterweise, genauso wie bei Elia, haben wir den Fakt, dass diese Reformation weltweit, oder in dem Fall natürlich lokal begrenzt, aber eine große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Elia, der eine Reformator, schafft es, das gesamte Volk zu beeinflussen durch seine Predigt. Johannes der Täufer war nationalweit bekannt. Martin Luther, ein Reformator, war in, der, in ganz Deutschland, über Deutschland hinaus, in ganz Europa, ein bekannter Mann. Ganz Europa schien sich an ihm zu stoßen oder zu entscheiden. Jan Hus wurde zu einem Nationalhelden. Es waren wenige Leute, einzelne Männer und Frauen, die durch ihr Herz des Zeugnis für die Wahrheit eine große Menge von Menschen beeinflusst haben. Lieber Freund, liebe Freunde, möchtest du ein Reformator sein? Nicht nur Reformation selbst erleben, sondern Reformation auch initiieren. Gott sucht solche Menschen. Dann sei gewiss, dass du wahrscheinlich keine breite Basis haben wirst von Mitarbeitern. Aber eine gewaltige Gruppe von Menschen, die auf dich schauen wird. Viele Unentschiedene, so wie bei Elia, die aber doch durch das Beispiel, das sie sehen in dir, eine Entscheidung für Christus treffen kann. In Vers 6 finden wir, dass auch Johannes eben nicht nur innerlich, sondern auch ein äußerlich ein Reformator war. Es heißt hier, Johannes war aber bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel und seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Übrigens sei darauf hingewiesen, dass ähm, es ist sehr gute Hinweise darauf gibt, dass Heuschrecken hier ein Wort eigentlich für Karob ist, ähm, für eine pflanzliche Ernährung. Was darauf hinweist, dass Johannes auch ein, ein Gesundheitsreformer war. Kleidungsreform, Gesundheitsreform, all diese Dinge, die wir manchmal als äußerlich abtun, spielten eine wichtige Rolle im Leben dieser Reformatoren. So wichtig, dass die Bibel es jeweils hier benennt und betont. Auch Paulus war ein Reformator. Und einige seiner Briefe tragen ganz besonderes reformatorische Züge besonders sein Brief an die Korinther, sein erster Brief an die Korinther. Denn dort war nach einer Erweckung in der Stadt und nach allgemeiner Begeisterung für das Evangelium waren schnell einige falsche Dinge hineingekommen, Irrtümer hatten sich eingeschlichen und es brauchte sehr bald eine Reformation. Das zeigt uns übrigens, dass Reformation nicht erst nach 500 Jahren stattfinden muss, sondern sobald Irrtümer hineinkommen, müssen sie reformiert, also muss die Gemeinde wieder reformiert werden. Paulus wartete nicht Drei Jahrhunderte, sondern als sobald er die Probleme sah, hatte sie angesprochen. Auch eine wichtige Lektion für uns. Manchmal denken wir, na, wir sehen die Probleme, die Gemeinde kommen, aber wir, ja, wir sagen einfach mal nichts. Vielleicht wird es irgendwann von ganz alleine aufhören. Aber die Wahrheit ist, es hört nie von ganz alleine auf. Es braucht Männer und Frauen, die aufstehen und sagen, was die Bibel sagt und was richtig ist. Und der erste Grundbrief ist so ein Brief, in dem Paulus durch die durch den Heiligen Geist versucht, die Korinther wieder zu reformieren, wir wollen nur einige äh, Hauptgedanken herausgreifen, um zu sehen, welche Aspekte er besonders betont, wenn es um Reformation geht. Schauen wir mal gemeinsam in 1. Korinther 6 zum Beispiel. 1. Korinther 6 und dort Vers 18 bis 20. Paulus sagt, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Paulus macht deutlich, Reformation ist nicht nur eine theologisch, geistig, geistliche Sache, sondern Reformation dringt hindurch bis in die privatesten Angelegenheiten meines Glaubens und meines Lebens. Reformation ist eben nicht nur was für die Gemeinde oder für die Morgenandacht. Reformation kommt bis zum Kühlschrank und bis zum Schlafzimmer. Bis zum Computer, bis zum Fernseher. Reformation durchdringt alle unsere Lebensbereiche. Und das war etwas, was die Korinther lernen mussten. Sie glaubten, dass sie vielleicht gleichzeitig gute Christen sein könnten und doch diese weltlichen Dinge in ihrem Leben behalten könnten. Paulus macht deutlich, wenn wir erweckt worden sind, wenn wir. Christus angehören, dann sind wir nicht mehr uns selbst verantwortlich. Wir sind Christus verantwortlich. Er hat uns erkauft. Und deswegen müssen wir mit ihm zusammenleben. Wir sind ein Tempel dann des Heiligen Geistes. Und ich denke, sowohl ich als auch du, lieber Freunde, wir wissen in unserem Leben müssen wir diese Dinge noch besser beachten. So einfach das zu lesen, aber es ist eine ganz andere Sache. Und auf die wartet Gott, dass wir tatsächlich hergehen und diese Dinge umsetzen. Das was auch immer in unserem Leben uns von Gott trennt und seien es ganz private Dinge, die zunächst einmal scheinbar mit Theologie nichts zu tun haben, dass wir sie reformieren, wenn Gottes Geist uns dazu drängt, durch sein Wort. In 1. Korinther 9, und dort Vers 24 und 25, macht Paulus deutlich, was ebenfalls wichtig bei der Reformation ist. Das heißt, ihr wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass er ihn erlangt, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Das Wort enthaltsam meint hier nichts anderes als selbstbeherrscht. Jene, um einen vergeblichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Paulus macht ganz deutlich: jemand, der wirklich ans Ziel gelangen will, der wirklich gründlich reformiert werden will, muss selbstbeherrscht sein. Und seine Tugend, die nur der Heilige Geist schenken kann. Der Heilige Geist, der nicht nur Erweckung, sondern auch Reformation schenkt. Hast du, lieber Freund, liebe Freunde, hast du Selbstbeherrschung, kannst du auf eine Sache verzichten, selbst dann, wenn niemand zuschaut? Viele Menschen sind in der Lage, etwas nicht zu tun, weil sie beobachtet werden, etwas nicht zu tun, weil sie wissen, es würde Anstoß erregen. Die wahre, der wahre Test der Reformation in unserem Leben steht dann, auch dann treu zu sein, wenn uns keiner beobachtet, auch dann treu zu sein, wenn wir keine Menschen Rechenschaft schuldig sind, sondern nur Gott werden wir uns selbst durch die Kraft des Heiligen Geistes im Griff haben. In Vers 26 macht Paulus dann sehr deutlich und sehr drastisch, was es bedeutet, echte Reformation zu erleben. Er sagt, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Die Idee ist, er kämpft nicht einfach nur zum Schein, sondern er weiß ganz genau, wo er hinschlagen muss in seinem Leben. Er weiß ganz genau, wo die Probleme sind. Er weiß ganz genau, welche Sünden immer noch einen, einen Fußbreit in seinem Leben haben. Er kämpft nicht einfach nur so ein bisschen, um heiliger zu wirken. Er weiß genau, dort muss ich ansetzen. Lieber Freund, liebe Freundin, weißt du, wo deine schwache Stelle ist? Und gehst du dieser schwachen Stelle einfach immer wieder aus dem Weg in der Hoffnung, dass es halt nicht wieder vorkommt? Und du fällst und fällst und fällst. Oder sagst du wie Paulus, ich kämpfe nicht aufs Ungewisse. Ich weiß genau, wogegen ich ankämpfen muss. Und ich kämpfe präzise, akkurat dagegen mit der Hilfe, Gottes und seines Heiligen Geistes. Hier ist die gute Nachricht. Inspiration sagt uns, dass unsere schwächsten Punkte unsere stärksten werden können. Es ist kein Wunder, dass Satan uns immer an den schwächsten Punkten versucht. Er möchte uns ja zum Fallen bringen. Aber wenn wir wissen, was unsere schwächsten Punkte sind, so peinlich es vielleicht auch vor uns selbst sein mag, aber wir es wissen, uns selbst in Anführungsstrichen erkennen und wissen, wo unsere Probleme liegen, weil Gott sie uns offenbart, dann können wir konkret dagegen angehen. Er sagt in Vers 27, der Paulus, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Gott möchte keine Heuchler. Er möchte weder mich als Heuchler noch dich. Und so müssen wir alle uns fragen, was in meinem Leben braucht Reformation? Manchmal denke ich, dieses Thema betrifft nur die, die ganz weit abgefallen sind von Gott die die eigentlich kaum noch zur Gemeinde gehen. aber nein Reformation braucht jeder Einzelne. Ich brauche Reformation, du brauchst Reformation. Die Frage ist, wo in deinem Leben, wo in meinem Leben muss Gott uns reformieren, damit wir nicht verkündigen und selbst verwerflich werden. In 1. 13 Vers 13 haben ein besonderes Kapitel. Paulus sagt uns hier in 1. Korinther 13, Vers 13: Nun überbleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Echte Reformation ist immer getragen von der Basis der Liebe. Wir wollen eine Reformation nicht, weil wir akkurater sein wollen im Glauben, nicht weil wir uns durch gute Taten den Himmel verdienen wollen, sondern weil wir Gott Lieben. Deswegen braucht es immer erst eine Erweckung vor einer wahren Reformation. Erweckung ohne Reformation endet in Schwärmerei und in Heuchlerei. Reformation ohne Erweckung endet in Formalismus, in Pharisäertum und in Verbitterung. Aber Erweckung und Reformation ist Gottes Mittel zur Rettung von Seelen. Deswegen muss es die Liebe sein, die nur der Heilige Geist uns geben kann. So wie Römer 5, Vers 5 sagt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Nur durch das Wirken des Heiligen Geistes, der uns wiederbelebt, kann diese Liebe Gottes, die göttliche Liebe, von der wir ja schon vor einigen Wochen gelernt haben, dass sie Petrus, als er sie endlich verstanden hat, völlig verändert hat. Nur diese Liebe kann die Grundlage einer echten Reformation sein. Und interessanterweise, ist Reformation niemals aufgebaut auf dem Entdecken von völlig neuen, niemals dagewesenen Wahrheiten? Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, stellen wir fest, dass die meisten Reformatoren in Wirklichkeit altbekannte Wahrheiten wiederentdeckt hatten. Es kam zu einer Reformation. Dinge, die verloren gegangen waren, wurden wiederentdeckt. Und so sehen wir das auch bei den Korinthern. Paulus nicht etwas Neues predigte, sondern etwas, was sie eigentlich schon wussten. In 1. 15, Vers 1 und 2 heißt es: Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Das ist ein ganz wichtiger Vers, der auch ganz eng verknüpft ist mit der Idee der Versiegelung. Und das Werk der Reformation, das wir in dieser Endzeit auszuführen haben, geht ja dahin, dass Menschen, dass du und ich versiegelt werden. Es ist nicht völlig neue, unerhörte Wahrheit, die eine Reformation hervorbringt. Es ist das klare und deutliche Predigen alter Wahrheiten, die bekannt sind, die vielleicht auch in Vergessenheit geraten sind, die eine Reformation bringen. Und wir werden das gleich noch sehen, wie das in der Geschichte sich ausgewirkt hat. Wann immer Reformation... Gepredigt wird, wenn Reformatoren aufstehen, dann führt das zu einer, zur Erkenntnis dessen, was sch schiefläuft in meinem Leben. In 2. Korinther 7, da spricht Paulus dann von der Auswirkung, den sein Brief, der erste Brief, ge gehabt hat. Er zeigt und er schreibt, wie die Korinther getroffen worden sind. So wie auch die Menschen getroffen worden sind durch die Worte von Elia, durch die Worte des Johannes. Das heißt hier in Vers 8 zum Beispiel, 2. 7, Vers 8. Denn wenn ich euch durch, auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht. Und dann in Vers 10 heißt es: Denn die Gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Paulus macht deutlich, dass seine geistgeführten Worte eine Betrübnis hervorgemacht haben. Keine Depression, keine Trauer im Sinne der Welt, sondern eine echte Gottgewollte Betrübnis, eine Trauer über die Sünde, über die eigene Sündhaftigkeit, ein Verlangen nach echter Heiligkeit. Und das bewirkt dann von ganz allein eine echte Reformation, wie Vers 11 sagt. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in Gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Sache hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Manchmal sagen wir das Wort, Manchmal haben wir den Eindruck, das Wort Gottes ist zu scharf, zu deutlich. Aber dafür, dabei muss es so scharf und deutlich sein, dass, weil es uns dann zur echten, gottgewollten Betrübnis führt. Und wenn wir so betrübt worden sind, wir dann bereit sind zur echten Erweckung und zur echten, vor allem Reformation. Reformation geschieht niemals, wenn die Botschaft verwässert wird, sondern wenn sie in Liebe klar gepredigt wird. Dann können Menschen im Herzen getroffen werden. Wenn wir die Bibel so lesen, wie sie, wie sie uns gegeben ist, dann wird sie uns im Herzen treffen und uns betrüben, weil wir sehen, wie weit wir abgewichen sind. Und dann wird sie dieses ernste Bemühen der Reformation hervorbringen. In der Offenbarung finden wir ein anderes Beispiel für eine reformbedürftige Gemeinde. Gemeint ist hier die erste Gemeinde der sieben Sendschreiben, Ephesus, von der es heißt in Offenbarung 2, Vers 2 und 3, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht getragen hast. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Vers 3, du hast schweres Ertragen, hast standhaftes Ausharren und um meines Namens Willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Wir haben hier eine bibeltreue, missionarisch aktive Gemeinde, die alles tut, um die Wahrheit des nach vorne zu bringen, das Banner der Wahrheit hochzuhalten und immer neue Gebiete für die Wahrheit zu erobern. Und trotzdem braucht diese bibeltreue, missionarisch eifrige Gemeinde eine Reformation. Warum? Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Reformation ist nicht nur für die Abgefallenen, Reformation ist auch für die, die schon eifrig im Worte sind, die eifrig Menschen gewinnen wollen, weil es vielleicht Dinge gibt, die reformiert werden müssen. Und woran es fehlt hier, ist die erste Liebe. Sie waren abgefallen und sie brauchten eine Reformation. Sie mussten zurückgeführt werden zur ersten Liebe. Reformation bringt die echte Liebe Gottes zurück, die in unser Herz ausgegossen wird, die echten Gehorsam schenkt und die, wie wir gesehen haben, auch Petrus gründlich verändert hat. Die ganze Geschichte hindurch, auch nachdem dann die Urchristenheit von der Szene der Weltgeschichte verschwunden war standen immer wieder Reformatoren auf, die zurückgewiesen haben zur Bibel. Wycliffe zum Beispiel, der die Kraft der Bibel betont hat und der durch seine Bibelübersetzung einen Banner der Wahrheit aufgerichtet hat. Luther zum Beispiel, der Gerechtigkeit aus Glauben wiederentdeckt hat und die Kirche wieder reformiert hat, auf den richtigen Weg zu Gebrüchen hat, durch das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben. Die Kraft des Evangeliums hat er entdeckt. Oder William Miller, der am Anfang des 19. Jahrhunderts bestimmte Wahrheiten der Prophetie wiederentdeckt hat, war nicht der Einzige. Es waren einzelne Männer hier und dort in der Welt, die Gott gebraucht hat, um die Wahrheit der Wiederkunft Jesu wieder zu entdecken und die Christenheit in diesem Punkt wieder zurückzuführen in die ursprüngliche Form. Und interessanterweise, jede Reformation, führt dazu, dass die, die nicht reformiert werden wollen, ja, sich von Gott trennen. Denn Reformation, so sehen wir es in der Geschichte und auch in der Bibel, ist fortschreitend. In Sprüche 4, Vers 18 haben wir dieses wichtige Prinzip, dass wir durch das ganze Mittelalter bis in unsere heutige, moderne Zeit verfolgen können, wie Gott Reformation orchestriert. In Sprüche 4, Vers 18 heißt es, aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum hellen Tag oder bis zum, bis zum vollen Tag, wie es hier heißt. Reformation geht Schritt für Schritt und immer weiter, denn da gibt es noch mehr zu entdecken, noch mehr zu neu oder wieder zu entdecken. Und wenn das so wahr ist für 2000 Jahre Kirchengeschichte, dann ist dasselbe wahr auch für mein und für dein Leben. Dann mag es zwar gut sein, dass wir vielleicht schon in drei oder vier Punkten unsere haben reformieren lassen durch den Heiligen Geist, aber da gibt es noch so viel mehr. Reformation ist fortschreitend. Niemals sollten wir zu einem Punkt kommen, wo wir denken, oh, wir haben genügend erweckende Reformation erlebt. Das war jetzt. Das Programm ist beendet. Wir haben das Level erreicht. Reformation ist fortschreitend bis zum vollen Tag, bis die Versiegelung stattgefunden hat, bis Jesus Christus wiedergekommen ist. Wäre es nicht eine gute Sache, sich heute hier vorzunehmen, während du zuschaust, lieber Freund, liebe Freundin, nicht nur Erweckung zu erleben, sondern auch Reformation in unserem Leben, und zwar nicht mehr damit aufzuhören, bis Jesus wiederkommt, jeden Tag noch ein bisschen mehr von ihm zu erfahren, noch ein bisschen tiefer seine Liebe verstehen, noch ein bisschen näher zu ihm zu kommen, in unseren Worten, Gedanken, Handlungen immer ihn noch besser widerspiegeln. Reform. Ich glaube, wir als Adventvolk sollten Reformer sein. Ich möchte ein Reformer sein, ich möchte in meinem Leben noch viel mehr Reformation erleben als bisher. Wie ist es mit dir? Denn Gott hat eine letzte Reformationsbewegung. In Offenbarung 14, Vers 6 bis 12, da finden wir die drei Vereinigungsbotschaften. Aus Zeitgründen können wir sie nicht komplett lesen. Aber es heißt in Vers 6, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk, eine weltweite Reformation. Wenn wir die Lehren beachten aus, der Geschichte der, aus den Geschichten der Bibel, wissen wir, es wird eine Minderheit sein, die diese Reformation predigt. Es wird eine Gruppe sein, die nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich reformiert ist und auch Kleidungsreform und, und Gesundheitsreform mit beachtet. Es wird eine Gruppe sein, die trotz alledem eine gewaltige Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, so wie Elia, so wie Johannes der Täufer. Und die nicht neue, unerhörte weiten Predigen wird, sondern die alten klaren Fundamente der Wahrheit neu mit neuer Kraft predigen wird. In Vers 12 wird diese Gruppe beschrieben. Es heißt, hier, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Den ursprünglichen Glauben, das ursprüngliche Evangelium, das ewige Evangelium, das zu allen Zeiten gleich geblieben ist, von dem viele abgewichen sind, das wieder zurückgebracht worden ist in seine ursprüngliche Fassung. Inklusive des richtigen Ruhetages, inklusive des richtigen Verständnisses, den Zustand des Toten, der, der Toten, inklusive des richtigen äh, das richtige Verständnis der Prophetie, der Endzeitabläufe. Das richtige Verständnis des Heiligtums, all dieser Dinge, alles wieder reformiert auf den auf den biblischen Boden zurückgebracht. Der letzte Vers oder der letzte Abschnitt für heute findet sich in Apostelgeschichte 3. In Apostelgeschichte 3 und dort Vers 19, da heißt es: So tut nun Buße, das ist Petrus in seiner Pfingstpredigt, wo er erfüllt vom Heiligen Geist zu so Tausenden von Menschen spricht. So tut nun Buße und bekehrt euch dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Erquickung, das ist Wiederbelebung, das ist Erfrischung, das ist Erweckung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wie wir studiert haben, dann kommt Erweckung. Aber Erweckung kommt nicht alleine, sondern Erweckung bringt Reformation mit sich, wie in Vers 21 steht, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung, der Reformation. Alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Was ist die wahre Reformation? Die Wiederherstellung des ewigen Evangeliums. Die Wiederherstellung dessen, was die Bibel lehrt. Und zwar nicht nur der Hauptpunkte, der großen, großen Linien, des roten Fadens, sondern der gesamten biblischen Botschaft. Unsere Aufgabe als Volk Gottes ist es, nicht einfach zu sagen, oh, wir haben diesen Punkt erreicht und jetzt wollen wir mal mit den anderen verhandeln. Unsere Aufgabe ist es, weiterzugaben, das Banner der Reformation weiterzutragen, tiefer zu graben und zu schauen, was können wir noch entdecken von alter, bewährter biblischer Wahrheit. Der allerletzte Vers. Für heute findet sich in Offenbarung. Dort wird diese Gruppe der Endzeitreformatoren beschrieben. In Offenbarung 12, Vers 17 heißt es, und der Drache wurde zornig über die Frauen, ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Die Gebote Gottes befolgen das Zeugnis Jesu Christi haben. Satan hat den Elia gehasst. Er hat den Johannes den Täufer gehasst. Er hat Luther gehasst. Er hat Miller gehasst. Wesley gehasst. Und wie sie alle hießen. Und er hasst diese Reformbewegung. Diese biblischen Reformer. Aber wir brauchen keine Angst haben so wie Elia, Johannes der Täufer, Luther, Wesley, Miller, gewaltigen Einfluss hatten. Nicht nur auf ihre Generation, sondern bis in alle Ewigkeit wird ihr Einfluss spielbar sein. So können wir, wenn wir diese einfachen Dinge beachten, Gottes Gebote befolgen durch den Glauben an ihn und das Zeugnis Jesu Christi, den Geist der Weisheit noch auf Magen 1910 beachten und ihm folgen, so wie wir gesehen haben. Glaubt den Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Wenn wir das tun, kann der Satan uns nicht überwinden. Und wir können eine Reformation nicht nur initiieren, sondern selbst erleben und ans Ende führen. Die Reformation haben wir nicht begonnen, die wahre Reformation, aber wir können sie jetzt Ende bringen. Und wenn wir dem Geist der Weisung, dem Zeugnis Jesu Christi vertrauen, dann wird es uns gelingen. Meine Frage heute ist sehr einfach: Möchtest du ab heute Teil dieser Reformation sein? Schau nicht auf das, was gestern gewesen ist, was bisher in deinem Leben passiert ist. Möchtest du ab heute Teil dieser Reformation sein, nicht mehr aufhören, Teil dieser Reformation zu sein. Angefangen bei deinem eigenen Leben, mit den Punkten, die reformiert werden müssen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann ausgehend auf andere, dass die Welt erleuchtet wird mit der Herrlichkeit Gottes, sodass Jesus Christus bald wiederkommen kann. Das ist dein Wunsch. Gott segne dich in deiner Entscheidung. Nächste Woche sehen wir uns wieder hier und werden dann eine, ein weiteres Thema haben zum Thema Reformation. In der Zwischenzeit möchten wir euch noch einmal einladen. Bitte verpasst es nicht. Meldet euch an für das Army Bible Camp, wo wir über Erweckung und Reformation fünf Tage lang geballt sprechen werden aus der Bibel und lernen werden, wie die Bibel als die Kraft Gottes uns helfen kann, in unserem eigenen Leben Erweckung und Reformation zu erleben und weiterzugeben. Meldet euch an, noch sind Plätze frei, auf www.armybiblecamp.de Nicht verpassen und dabei sein. Gottes Segen für euch und viel Freude beim Studium seines Wortes.